Dem Bürgermeister, dem geht es so schlecht. Und sagen die Frau, die Bürgermeisterin, die packt schon alle sieben Sachen. Oh weh, wo will sie denn hin? Ach na ja, bei der fehlen ja nicht nur die Tassen im Schrank, das ganze Geschirr ist auch schon weg. Ach, wie beim Lenk. Als Protestant, da rammelt er auf Kosten der Steuerzahler zum Papst. Und dann drängelt er sich noch auf und sagt, wie schön es dort war. Also wenn Sie mich fragen, der Luther wird er sich im Grab umdrehen, wenn er das wissen würde. Ja, der Herr Lenk, der tritt jetzt als Reiseleiter und Märchenerzähler auf. Dabei sollte er lieber seine Mitarbeiter besser bezahlen. Wieso? Ne, weil sich sein Büroleiter sogar über die Preise beim Heimatfest aufregt. Der Arme. Ja, der Lenk, der muss für seinen Palast sparen, den er sich im blauen Hortenkaufhaus baut. Da braucht er jeden Pfennig. Das muss man sich mal vorstellen. Da baut er sich einen Palast und wird niemals drin wohnen. Tja, aber der Herr Keil, der wird dafür drin wohnen dann. Das ist noch nicht mal raus, mein Freund. Das ist noch nicht mal raus. Denn der blaue Oberbürgermeister, der Oberdorfer, der hat nämlich auch solche Ambitionen. Nee, der Oberdorfer, der ist in der falschen Partei, der ist bei der FDP. Das stimmt natürlich auch wieder. Die FDP, die hat sich ihren Generalsekretär ausgesucht. So wie eine Frau sich ein Auto aussucht. Zum Schluss nehmen sie immer den kleinsten aus Jahren. Her. Haben Sie wieder Rechnungen verteilt? Oh nein, wir hatten keine Medizin mehr und da musste ich erst welche besorgen. Na ja, das kann ja mal vorkommen. Ja. Ne? Ja. Bei mir kommt das jeden Tag vor. Also ich komme geradewegs vom Mol. Vom Mol? Na was ist denn das wieder? Das MOL, kurz Mol gesagt, steht für Mausoleum Oberdorfer Lenk. Das ehemalige Hortenkaufhaus also. Oder glaubst du, dass der Vogtlandkreis ewig lebt? Das geht alles nach Zwickau. Und deshalb setzen beide Häuptlinge, Oberdorfer und Lenk, alles daran, dass der Umbau so schnell wie möglich fertig wird. Sie wollen es als Mausoleum benutzen. Aber wenn du mich fragst, vollkommen richtig. Beide sind politisch schon tot, wissen es bloß noch nicht. Aber der Oberdorfer ist im hohen Alter noch mal Vater geworden. Tja, das nützt nichts. Auch alte Böcke müssen sterben. Und der Oberdorfer, der muss sterben, weil er in der falschen Partei ist. Das halten wir schon. Und du meinst, dass beide ins Mausoleum einziehen? Ja. Und du meinst, die will irgendjemand sehen? Glaub mir, keiner will die sehen. Und dann verlangen die womöglich noch Eintritt? Ja, das stimmt. Ja. Glaub mir das. Keiner will die sehen. Ja. Auch den Oberboden. Seit der Blammerpleite geht alles kaputt. Ihr müsst die Insolvenz positiv sehen, hat er gesagt, dieses Rennpfeich. Nava, MAN. Überall, da gehen die Lichter aus. Also, der muss weg. Wenn Sie mich fragen, da haben Sie recht, die gehören alle ins Mol. Genau. Und dann sprengen wir es in die Luft, damit Sie nicht als Untote herumlaufen. Oh ja, ein guter Gedanke. Aber angesichts der 40 Millionen, die da mit eigenem Parkhaus hineingesteckt werden, eine ganz schön teure Geschichte. Aber trotzdem noch billiger als die Milchbratentsorgung. Milchbrat. Ach, Sie meinen den ehemaligen Ministerpräsidenten von Sachsen? Genau, der läuft doch noch als Unterbe herum, gibt keine Ruhe. Ja, zuerst gefährlich lässt er die Sachsen-LB pleite gehen, dann schmeißt man ihn als
Ministerpräsident sofort hinaus und als toter Finanzexperte kommt er zur Hintertür und wieder herein. Da hilft nur der Spreng, der andere. Stimmt, ja. Aber nun kommen Sie. Ich glaube, hier werden wir gebraucht. Der Bürgermeister lag tagelang im Koma und keiner weiß warum. Naja, nach der Einnahme eurer Medizin, da wird uns das schön sauer. Ne?